Und heute gibt es das volle Paket an NVIDIA RTX 4000 Informationen mit so einigen Überraschungen. Hallo und willkommen zu einem weiteren News-Video. Und was für ein Video das heute ist, denn so viele Infos zu NVIDIAs RTX 4000 Grafikkarten, die gab es noch nie. Der Grund dürfte klar sein, denn NVIDIA wurde gehackt und viele Daten wurden natürlich gestohlen. Das ist schlimm und gut zugleich. Schlimm für NVIDIA, denen natürlich Massen an Daten geklaut wurden, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren, aber natürlich halt gut für uns. Denn so kann ich euch heute eine ganze Menge an Infos präsentieren. Und zwar nicht nur für RTX 4000 Grafikkarten. Aber wie üblich müssen wir uns erstmal so ein bisschen auflockern und warm machen, denn so harte Kost gleich zu Beginn ist natürlich nicht gut für einen nicht aufgewärmten Körper. Daher geht es heute erstmal los mit dem 3D-Mark. Und wer den 3D-Mark nicht kennt, der hat, glaube ich, die komplette Grafikkartentechnik verpennt. Es ist quasi die Benchmark-Sammlung schlechthin. Mit allerdings einem einzigen Nachteil: alle Benchmarks sind halt synthetischer Natur und spiegeln jetzt nicht wirklich den echten Gaming-Alltag wider. Trotzdem ist dieser Benchmark seit Jahren nicht nur bei mir sehr beliebt. Denn was die diversen Benchmarks noch so ausmachen, ist natürlich die geballte Ladung Technik mit ziemlich starker Grafik. Wobei ich mich noch an früher zurücksehne, als der Vorgänger mit Onion noch im Jahresrhythmus einen komplett neuen Benchmark-Parcours mit übrigens für die damaligen Verhältnisse bahnbrechender Technik herausbrachte. Ja, nun gibt's halt jetzt alle paar Jahre ein kleines Update. So, jetzt auch bald wieder. Denn UL hat nun den 3D Mark Speedway angekündigt, der den Timespy und den Firestrike ergänzen soll. Aber mit der Grafiktechnik natürlich der nächsten Generation. Demnach gibt es Raytracing und globale Beleuchtung in Echtzeit mit diversen neuen DirectX 12 Ultimate Features wie Mesh Shading und VRR. Sowas gibt es zwar schon in separaten Benchmarks, aber nicht in meinem einzigen Hauptbench von UL. So dürfte der Speedway wohl die neue Speerspitze an Benchmarks werden. Ja, zu guter Letzt wird Lenovo übrigens auch Hauptsponsor des Ganzen, was uns jetzt natürlich nicht so wahnsinnig interessieren sollte. Schöne Nachricht mit allerdings einem Haken: der Bench soll später in diesem Jahr auf Steam verfügbar sein. Ja, das kann jetzt natürlich April, aber natürlich auch Dezember bedeuten. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Alle warten auf ihn, aber von AMD gibt es einfach kein Lebenszeichen zum Ryzen 7 5800X 3D. Und wenn das so weitergeht, dann kann sich AMD die 3D Vorkish CPU bald komplett sparen. Denn Ryzen 7000 ist ja nicht mehr weit. Ich frage mich wirklich, was diese CPU eigentlich so spät noch soll. Aber völlig egal, es gibt neue Infos von Gremlin 55 dazu. Denn der Ryzen 5800X 3D soll nun die Fertigung verlassen haben und Richtung Ende des Monats dann schon in den Handel kommen. Ja, schon, natürlich. Also, an sich, wie angekündigt, natürlich im Frühling. Die krasseste Information in dem Tweet ist aber der Preis von sagenhaften 350 US-Dollar. Das hat der Gremlin 55 zwar nur gehört, aber in der Regel ist ihm natürlich zu trauen, auch wenn er sich jetzt selbst nicht so ganz sicher ist. So ein günstiger Preis würde einem allgemein ordentlichen Preisrutsch bei Ryzen 5000 bedeuten. Und wie wir im letzten News-Video von mir gesehen haben, ist dieser aktuell sogar schon im Gange. Denn Ryzen 5000 CPUs sind günstig wie nie. Diese verlinke ich euch natürlich auch heute wieder in der Videobeschreibung. Und diese verlinke ich euch heute auch wieder gerne in der Videobeschreibung. Es lohnt sich definitiv, kann ich nur sagen. Ja, der Listenpreis des normalen 5800X liegt bei 499 US-Dollar, also läge der 3D um 100 US-Dollar darunter. Und das ist schon ziemlich ordentlich. Man muss aber natürlich bedenken, dass die aktuellen Straßenpreise eh schon deutlich unter der UVP liegen. Ob diese noch weiterfallen werden, ist daher nicht ganz sicher.
Aber auch wenn noch nicht offiziell, können wir wohl ganz klar in wenigen Wochen mit dem 5800X3D rechnen. Nur, ob man den wirklich brauchen wird, das ist natürlich eine andere Frage. Was wir aber alle brauchen, ist natürlich eine Windows-Lizenz. Zumindest alle, die sich auf den legalen Pfaden bewegen. Nur viel zahlen, das will natürlich niemand dafür. Und da habe ich einen super Tipp für euch mit meinem Dauersponsor VIP SCD-Key. Und danach gibt's RTX 4000 News. Es soll tatsächlich noch Menschen geben, die ein nicht aktiviertes Windows nutzen oder noch schlimmer, ein illegales. Dabei ist das doch gar nicht nötig. Ein Windows 10 Pro gibt es bei vipscdkey.com, nämlich schon für sagenhafte 18,98 €. Und der Preis ist schon ein echter Hammer. Aber vipscdkey hat so gut wie immer ebenso sagenhafte Rabatte zu bieten. Ein Anlass gibt's nämlich immer. So gibt es aktuell den Valentinstagsrabatt in Höhe von, haltet euch fest, 25%. Dazu einfach meinen Rabattcode SKMONTI10% eingeben und euer Windows 10 Pro kostet nur noch 14,23 €. Und denkt dran, Windows 10 kann völlig kostenlos auf Windows 11 geupgradet werden. Natürlich gehört zu einem ordentlichen Windows auch ein komplettes Office-Paket. Und das haben wir hier mit MS Office 2019 Professional Plus im Angebot. Der Preis von 57,09 € für das komplette Paket ist schon mehr als günstig. Aber natürlich gilt auch hier der Valentinstagsrabatt von 25% mit meinem Rabattcode SKMONTI10%. Und 42,82 € sind nun wirklich ein Schnapper. Einfach die Links in der Videobeschreibung nutzen und sparen. Viel Spaß mit VIP SCD-Key. Und jetzt rappelt es im RTX 4000 Karton. So viele Infos wie heute gab es quasi noch nie auf einen Streich dafür. Den Grund nannte ich ja schon anfangs, es ist ein Hackerangriff auf Nvidia gewesen, der offensichtlich ja leider oder ein Glück erfolgreich verlief. Auch wenn Nvidia angeblich sogar zurückgeschlagen haben soll. Eine ganz große Menge an Dokumenten wurde seitdem veröffentlicht, unter anderem zu Nvidias Ada. Jawohl, es scheint so, dass die Lovelace-Architektur nun Ada heißen wird. Dieses Mal also der Vorname von Ada Lovelace zum Tragen kommt. Daher bleibe ich jetzt auch einfach mal bei Ada. Und es ist gigantisch, was da auf uns zukommen könnte. Denn es sieht alles so aus, als habe die bisherige Gerüchteküche vollkommen recht gehabt. Auch wenn ich das noch nicht so ganz glauben kann, muss ich sagen. Es soll wohl tatsächlich bei einem monolithischen Design bleiben. Trotzdem will Nvidia auf dem AD102-Chip, der wohl auf der RTX 4090 und 3080 arbeiten wird, stolze 144 Shader-Cluster mit 18.432 FP32 CUDA-Kernen unterbringen. Das sind die Aussagen eines Tweets von Copal7Kimi auf Basis des Nvidia-Hacks. Auch die kleineren Chips sind mit einbezogen, der AD103, der womöglich eine RTX 4070 oder 4060 Ti befeuern soll, mit maximal 96 Shader-Clustern und 12.288 CUDA-Kern ums Teil kommen. Nur mal zum Vergleich, die aktuelle RTX 3090 nutzt nur 10.496 CUDA-Kerne, das Plus ist daher gewaltig. Der AD104 für die RTX 4060 kommt dann immerhin noch auf die Hälfte, also 48 Shader Cluster und 6144 CUDA Kern daher. Und auch eine RTX 4050 könnte mit dem AD106 kommen. Dann bleiben immerhin noch 4096 CUDA Kerne über. Die aktuelle RTX 3050 nutzt übrigens nur 2560. Wie ihr seht, ein immenses Mehr an Rechenkern und daher natürlich auch ein immenses Leistungsplus, das aktuell auf das 2- bis 2,5-fache der Leistung einer RTX 3090 geschätzt wird. Natürlich nur beim Topmodell RTX 4090. Ja klar, das Ganze bestätigt eigentlich nur die bisherigen Gerüchte, aber damit sind diese Gerüchte natürlich indirekt jetzt offiziell, da diese neuen Infos halt aus Nvidia-Dokumenten stammen. Und bisher stimmen solche Gerüchte eigentlich nahezu immer. Und selbst zur Nachfolgergeneration gibt es schon erste Infos, auch wenn noch nicht ganz klar ist, ob es sich hier um die Architektur für den Gaming- oder den HPC-Bereich handelt. Denn die neue Nvidia-Architektur heißt Blackwell mit Codenamen und auch das ist nicht ganz neu, nun aber bestätigt. Zusätzlich hat Copal7Kimi dann noch die TSMC N3-Fertigung bestätigt, die an den letzten Tagen ein wenig auf der Kippe stand. So gibt es dann sicherlich auch deutlich mehr Takt und auch mehr Effizienz pro Watt. Und die doppelte Leistung der RTX 3000 Generation dürfte also durchaus sogar drin sein. Aber hoffentlich nicht mit den bis zu 800 Watt TGP aus der Gerüchteküche, die ich auch wirklich erst glaube, wenn mein Stromzähler die auch anzeigt. Und dass die doppelte Leistung durchaus ernst zu nehmen ist, bestätigen auch weitere Infos zum L2-Cache von RTX 4000 Karten. Denn der dürfte wirklich riesig werden. Bisher war dieser ja relativ klein gehalten, ja mal als Anhaltspunkt die 6 MB der RTX 3090. Laut den geleakten Daten soll dieser nun auf bis zu 96 MB ansteigen. Das sind 90 MB mehr als bisher. Das natürlich nur für die RTX 4090.
Die kleineren Karten mit AD103 und AD104 Chip bekommen dann 64 MB und die noch kleineren 48 und 32 MB. Selbst ein erstes Blockdiagramm des AD102 Chips ist nun geleakt. Dieser arbeitet ja mindestens auf der RTX 4090 und eventuell auch auf der RTX 4080. 600 Quadratmillimeter werden aktuell geschätzt, also quasi genauso groß wie der aktuelle GA102 mit 628 Quadratmillimeter. Ihr seht also, alles deutet auf echte Leistungsknaller bei Nvidia hin. Selbst wenn Taktraten und TGP noch nicht klar sind, aber die Taktraten werden natürlich ebenso steigen wie natürlich leider auch der Stromverbrauch. Das sollte auf jeden Fall sicher sein. Und das mit dem Stromverbrauch ist doch der einzig wirklich störende Punkt bei den neuen Karten, denn selbst die aktuellen Karten benötigen schon deutlich zu viel davon. Trotzdem bleibt das Thema natürlich super spannend, vor allem in Bezug auf AMD, die mit ADNR3 in ähnliche Leistungsregionen stoßen wollen. Dann möglicherweise sogar mit einem Multi-Chiplet-Design. Und natürlich sind wir noch nicht am Ende mit den Nvidia-Leaks, denn nur RTX 4000, das wäre sicherlich ein bisschen wenig. DLSS ist ja eine Technik, die ich fast vergöttere. Deutlich mehr FPS bei teils fast gleichbleibender Bildqualität, was will man eigentlich mehr? Ja okay, gute Bildqualität bei nahezu allen Spielen vielleicht, denn DLSS hat hier und da auch ein paar Ausrutscher. Allgemein aber toll, nur bisher hat Nvidia den Quellcode noch sehr geheim gehalten. Nicht so wie AMD es zum Beispiel mit FSR macht, das ja Open Source ist. Nun kann Nvidia aber sowieso nichts mehr machen. Der Quellcode zu DLSS wurde nun ebenfalls geleakt. Wenn man es jetzt genau nimmt, ist das aber jetzt gar nicht mal so schlimm, denn kein Entwickler wird natürlich diesen geleakten Quellcode nutzen. Aber andere Firmen könnten diese natürlich eventuell für eigene Projekte als Grundlage nutzen. Ich bin wirklich gespannt, was diese Leaks noch so für Auswirkungen haben werden. Das wohl größte Thema des Leaks für Gamer dürften neben den RTX 4000 Daten wohl weitere Hinweise auf eine Nintendo Switch 2 bzw. Switch Pro sein, denn diese verdichten sich nun immer weiter. Denn die Nintendo Switch wird bekanntermaßen vom Nvidia Tegra befeuert und so war es klar, dass auch die neue Tegra Version, die möglicherweise in der Switch 2 arbeiten wird, jetzt auch geleakt ist. Und das interessanterweise im Quellcode zu DLSS. Dort wird nämlich von meinem NVN2 gesprochen. Das soll laut Twitter-User Niki dann die Grafik-API der neuen Switch-Version sein, die damit Raytracing und DLSS 2.2 Support daherkommen soll. Ist ja logisch, denn in der Switch 1 heißt diese schlicht NVN1. Die NVN2 API soll für Nvidias Ampere entwickelt worden sein, demnach kommt dann Ampere in der neuen Switch womöglich zum Tragen. Ebenso gibt es laut Cobalt7 Kimi hier noch Hinweise auf die Stromversorgung der Switch 2 bezüglich des T239 SoCs. Der T239 soll demnach ein weiterentwickelter T234 sein, also der Tegra von Nvidia namens Orin. Stolze 12 Cortex A78 Kerne und eine integrierte Ampere GPU mit 2048 CUDA Kernen sollen dort werkeln. Ob der T239 das noch überbieten kann, ist noch nicht ganz klar. Ich denke aber nicht, dass die neue Switch so viel Leistung haben wird. Noch dazu sind das alles zwar geleakte Daten, aber auch diese müssen natürlich jetzt nicht final sein. Spannend ist das alles trotzdem extrem. Nun wird es aber natürlich Zeit für den hoffentlich ebenso spannenden Kommentar des Tages. Hallo und willkommen zum heutigen Kommentar des Tages. Und nein, es dreht sich nicht um RTX 4000. Hier halten sich die Kommentare noch vornehm zurück. Heute geht es um den Einsatzzweck des Ryzen 5800X 3D. Bin mal gespannt, ob der 5800X 3D sich nun als Upgrade zum 5600X lohnen wird, wenn ich nur in 4K spiele. Ich denke, die 15% Leistungssteigerung sind allein auf 1080p Gaming bezogen. Und bereits in 1440p wird man bestimmt nicht mehr als 10% mehr Leistung bekommen. In 4K, wenn es hochkommt, nur noch 5%, da die GPUs einfach limitieren. Der wird wohl in 4K nur Sinn machen, wenn man eine der stärksten Next-Gen-GPUs auf einem AM4-Board nutzen möchte. Nein, nochmals nein. Mehrere Gründe, warum man Upgrade definitiv nicht lohnen wird. Zum einen bin ich allgemein kein Fan, innerhalb einer einzigen CPU-Generation zu upgraden oder gar nur zur Nachfolge-CPU-Generation. Dafür sind CPUs beim normalen FPS-Gaming einfach viel zu unbedeutend. Ja, und die weitere Antwort, die hast du dir ja schon selbst gegeben, 4K-Gaming. Ja klar, es ist toll, eine der schnellsten Gaming-CPUs im System zu haben. Nur, was hast du davon, wenn diese die ganze Zeit nur am Pinnchen drehen ist und nichts zu tun hat? Egal, wie schnell der 5800X 3D auch ist, beim Zocken in 4K werden die Unterschiede marginal sein. Ich glaube nicht mal, dass es überhaupt 5% sind. Bleib einfach bei dem 5600X, der ist aktuell einer der schnellsten Gaming-CPUs überhaupt. Und wenn du vom Upgraden wirklich nicht abzubringen bist, dann warte einfach auf Ryzen 7000. Das lohnt sich, glaube ich, mehr. Der 5800X 3D ist nämlich nur ein Versuchsobjekt, mehr nicht. Und die letzte Umfrage muss natürlich auch noch besprochen werden. Worden? Worden werden natürlich. Und dort ging es um Monitorpreise.
Und die Frage kam nicht ohne Grund auf, denn am Wochenende wird ein Video zu diesem wunderbaren Monitor hier von MSI erscheinen. Der kann wirklich fast alles außer Kaffee kochen. Diese Funktionsvielfalt und die Größe von 32 Zoll haben aber ihren Preis. 1100 Euro sind mindestens fällig, falls man ihn denn überhaupt aktuell bekommt. Seid ihr denn bereit, so viel Geld für einen Monitor auszugeben? Was hat ein aktueller Hauptmonitor gekostet? Wie es aussieht, seid ihr dazu nicht bereit. Bis 150 Euro haben 13% gestimmt und die klare Mehrheit mit 36% hat für ihren Monitor maximal 300 Euro ausgegeben. Ein durchaus sinnvoller Betrag, wie ich finde. Aber 301 bis 500 Euro sind immerhin noch 30% bereit dafür auszugeben, soll heißen, 500 Euro sind das absolute sinnvolle Maximum. Ich selbst bin aber durchaus bereit, mehr auszugeben, denn gerade ein Monitor wird doch sehr, sehr selten getauscht und hat ein langes, wunderbares Leben bei mir. Also so 800 Euro würde ich tatsächlich dafür latzen. Bis 750 Euro sind noch 10% von euch dazu bereit, mehr als 750 Euro aber nur 11%, womit die Zielgruppe dieses Kolosses hier auf jeden Fall sehr klein ist. Aber ich glaube auch nicht, dass MSI sich hier millionenfache Verkäufe erhofft hat. Das ist nämlich eher ein Prestige-Monitor. Aber leider darf ich den nicht behalten, der wird nämlich am Sonntag an einen von euch verlost. Also seid gespannt auf das Video und markiert euch den Sonntag um 17 Uhr im Kalender. Nun sind wir aber durch mit den heutigen News und falls ihr den Mann im Monitor so einen kleinen wenig sympathisch fandet, dann scheut euch doch nicht, dieses Video hier zu liken und natürlich ein Abo dazulassen. Es ist schließlich für den guten Zweck. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.